Hallo, herzlich willkommen zu einem weiteren Review zu einem Fantasy-Gebäude der Firma Foreground. Wobei Fantasy ist jetzt eigentlich nicht so ganz richtig, weil es kommt eigentlich aus der Historical Range, also nicht wie die anderen Gebäude zuvor, die ich euch gezeigt habe, aus dem Bereich der Fabled Realms. Sieht man auch, die sind nicht ganz so, oder das Gebäude hier ist jetzt nicht ganz so geschwungen wie die anderen beiden Gebäude, aber dennoch muss ich sagen, eigentlich ist es so mein Favorit, was so ja, die Aufmachung und das Design angeht. Finde ich das wirklich sehr, sehr gelungen. Ich werde auch euch gleich erzählen, warum. Es war innerhalb von ca. 2 Stunden war das Ganze aufgebaut, ging relativ fix. Die Aufbauanleitung fand ich ein bisschen umständlich im Vergleich zu den Anleitungen von Fabled Realms, weil manche Sachen irgendwie dann nur in Textform dargestellt beschrieben wurden. Und nicht so wie bei den anderen beiden Anleitungen mit Bildern. Nichtsdestotrotz sagte ich auch, wenn man ein Gebäude davon schon mal gemacht hat, von Foreground, dann weiß man ganz grob, worauf es hinausläuft. So, jetzt aber einmal dieses Gebäude hier in der schönen Außenansicht. Das Gebäude heißt, bevor ich es vergesse, Timberframe Market Hall and Jail. Also eine Markthalle und ein Gefängnis sind dabei. Und was ich halt sehr schön finde, ist, dass das Gebäude unten offen ist und man quasi einmal theoretisch durchlaufen könnte. Von den Figuren zeige ich gleich, wenn ich das Ganze auch mal abnehme. Hier einmal die Ansicht. Sieht man jetzt die Tür zum Gefängnis. Das, was da gerade jetzt gerutscht ist, ist auch ein tolles Feature, zeige ich euch gleich. Hier mal von der anderen Seite der Treppenaufgang. Und die noch, und dann haben wir alle 4 Seiten. Ja, ich lasse das Ganze jetzt mal so stehen. Einmal das obere Dach ab. Die Leiter nehme ich mal raus. Bevor ich es vergesse zu sagen, die Fenster, die ihr seht, das Tolle war dabei hier, dass man auch optional andere Fenster bauen konnte. Also 2 Varianten waren dargestellt. Und da konnte man sich halt aussuchen, welche Fensterreihe man nimmt. So. Hier oben gibt es so eine Platte, die kann man verschieben. Und zwar ist hier hinten der Aufgangsbereich von dem ist der Treppenaufgang. Hier oben jetzt zu sehen, ne, da ist ja der Treppenaufgang und diese Platte kommt eigentlich davor und ist dann noch wie so ein kleiner Dachboden, wo man dann die Leiter davor stellt. Ne, ja. Zack. Und wenn man theoretisch, wenn man in den Gebäuden spielen möchte, dann hier oben diesen Bereich auch noch nutzen, ne, damit man seine Figürchen auch hier drinnen hinstellen kann. Muss man eben die Korne hier halten hier. So. Hat man das dann halt so variabel gestaltet. Na, ich schiebe es nicht zu, weil der Korn ist ein Ticken zu groß. Dann schrubbel ich da oben gegen die Axt. So, das finde ich schon wirklich schon mal eine ganz, ganz tolle Sache. Hat mir wirklich sehr gut gefallen. Wobei das aus der Anleitung, mir ist es nicht so ersichtlich gewesen, dass man es so machen sollte. Naja, habe es ja trotzdem hinbekommen. So, und das ist jetzt der schöne untere Bereich. Wie gesagt, man kann einmal komplett durchlaufen. Man kann natürlich hier drinnen auch, gibt es auch von Foreground ein paar Tische, Stühle reinstellen. Das Ganze ein bisschen lebendiger wirken zu lassen. Der Treppenaufgang und hier hinter das Gefängnis. Die Tür habe ich nicht festgeklebt. Ist auch nicht so gemacht wie bei den Gebäuden aus der Fabled Realms, dass sie richtig so gelagert sind. Also die könnte ich jetzt hier, ich mache es einfach mal auch rausziehen. Die ist nicht fest. Bei der Fabled Realms Reihe wäre die dementsprechend, könnte man die nicht rausnehmen. Ja, also. Vom Design her, gerade dieser Unterbereich für, sag ich mal, Spielbarkeit, für irgendwelche Spiele wie Freebooters Faith, finde ich wirklich sehr gut gelungen. Aber das hat mich total begeistert. Und insgesamt muss ich sagen, ist das momentan mein Favorit von den Gebäuden von Foregrounds für den Fantasy-Bereich, beziehungsweise eigentlich ja nicht, ist Historical Range, aber ich denke, das ist vollkommen wurscht, wenn die zusammen auf dem Spielfeld sehen, Spielfeld stehen.
das gar nicht so auffallen. Was halt nicht so dabei ist, dieser geschwungene Bereich mit diesem Balken, was wir in dieser Fabled Realms-Reihe haben, was dann so, so ein bisschen aussieht wie, ach, wie heißt das Xbox-Spiel nochmal? Fable, ja, Fable, genau. Da sehen die Gebäude ja sehr ähnlich aus wie aus der Fabled Realms-Reihe. Ja, ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Mir auf jeden Fall. Bin total begeistert und ja, wir sehen uns dann demnächst wieder zum nächsten Review. Dankeschön.